So, jetzt geht's weiter. Also die Mischung von Transparenz und Spiegelung auf den Fensterflächen ist gelungen. Wie das genau feingetuned werden kann, werden wir am Ende entscheiden, wenn wir die anderen Bildkomponenten auch noch sehen, also den Hintergrund und na halt das Gesamtbild. Und jetzt aber noch einmal zur Erinnerung. Ich hatte drei verschiedene Renderings in Vectorworks gemacht. Eines davon hat keinen Schlagschatten, das heißt, ich habe dort die Sonnenlichtquelle ausgeschaltet. Ich wollte sozusagen mit der Reduktion auf das Umgebungslicht erreichen, dass die Fensterflächen möglichst gleichmäßig rot sind und nicht durch den Einsatz von Sonnenlicht unterschiedlich stark schattiert werden. Die Idee war ja, sie besonders leicht auswählen zu können. Also, jetzt habe ich aber hier zufällig sozusagen eine sehr schöne diffuse Lichtstimmung erreicht oder bekommen, die auf den anderen Ebenen nicht so ohne weiteres zu sehen ist. Also Sie sehen hier, dass Sie diese schönen, feinen Schattenabsätze an den Fassadenversprüngen gar nicht so genau sehen, wie hier zum Beispiel. Das ist also sehr viel präziser. Und es läge also jetzt nahe, diese Ebene, die wir jetzt hier Gott sei Dank auch haben, vielleicht zu benutzen, um ein bisschen dieser Präzision auf die anderen Ebenen zu übertragen. Jetzt mache ich das so. Ich möchte sozusagen, dass diese Ebene, auf der dieses schöne Schattenspiel hier zu sehen ist, über den anderen Ebenen liegt und möchte sie dann wischen mit diesen anderen Ebenen und dann aber auch in der Deckkraft reduzieren, damit sie nicht so dominant ist. Denn eigentlich gilt ja schon diese Ebene, aber ich möchte trotzdem etwas von dieser anderen auf dieser Ebene sehen. Jetzt schiebe ich dazu diese Ebene einfach mal über die Ebene drüber und jetzt sehen Sie schon, dass die Ebene hier das Ganze so ein bisschen einfärbt. Übrigens steht die Ebene hier zufällig auf Luminanz, da wollte ich gleich noch drauf. Der Normalfall wäre ja normal, also ich sehe sie genauso wie vorher. Und jetzt möchte ich aber gerne, dass die Farbigkeit, dieses merkwürdige Gelb, was ich natürlich gar nicht gebrauchen kann, dass das zunächst mal weg ist. Deswegen stelle ich den Ebenenmodus auf Luminanz, wo nur die Helligkeit dieser Ebene verwendet wird. Ja? Also sozusagen eine Graustufenvariante. Dann habe ich jetzt das Problem, dass in dieser Ebene natürlich die Fensterflächen rot sind, überdecken jetzt alles andere, das soll natürlich nicht sein. Also lade ich mir noch einmal den Kanal mit den Fensterflächen, Steuerungstaste, Command-Taste drücken, gehe wieder zurück in meine Ebenenpalette und füge dort eine Maske hinzu. Jetzt drücke ich mal vorsichtshalber gleich die Alt-Taste und schon sind die Fensterflächen maskiert und ich habe hier ein schönes Schattenbild von diesem nur mit Umgebungslicht gerenderten Bild. Jetzt brauche ich die Schlagschattenflächen natürlich wieder. Wenn ich mal die Ebene ausschalte, sehen Sie, da ist also relativ viel los, schlagschattenmäßig, und das möchte ich natürlich auch. Also ist die Frage, wie erreiche ich das? Am allerbesten in diesem Fall, indem ich die Deckkraft dieser Ebene reduziere. Ich gehe mal hier auf das Wort Deckkraft mit meinem Doppelpfeil und schaue mal, was passiert. Ja, ich kann das also hier relativ gut einstellen und kann einfach mal gucken, was mir so gefällt. Ich habe jetzt hier zufällig die Originalgröße meines Bildes. Es fällt auf, dass dieses Bild ein bisschen nicht ganz über dem anderen liegt. Das kann ich ganz kurz mit der Taste V erreichen, mit den Pfeiltasten. Ich schiebe es ein bisschen dahin. So, jetzt habe ich das genau passend. So sieht es jetzt aus. Also ohne diese Ebene wäre es so, mit dieser Ebene ist es so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und den Schlagschatten sehen wir trotzdem. Und wenn wir gleich den etwas stärkeren Kontrast wieder haben wollen, können wir immer noch eine Tonwertkorrektur durchführen. Aber das finde ich jetzt zunächst mal ganz gut. Ich habe die Deckkraft jetzt hier auf 40 stehen. Ich kann sie mal noch ein bisschen reduzieren. Man kann ja auch hier reinklicken und die Pfeiltasten nach oben und unten nehmen, die Shift-Taste drücken, da geht es in 10er Schritten. Jetzt habe ich also 0% Überlagerung, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Man merkt dann, dass die linke Fassade immer heller wird, was natürlich nicht sein soll. Ich muss also hier einen Ausgleich finden. Im Moment, jetzt habe ich hier eine Eigenschattenfläche, die ein bisschen heller ist als der Schlagschatten hier. Und das ist vielleicht ganz gut. Ja? So, auch wichtig, dass solche schönen Details wie das hier, dass es nicht untergeht, was auch passieren würde, wenn ich das weiter überlagern würde. Okay, also nochmal. Ich schiebe das nochmal hier hoch, so. Alt, das war jetzt falsch. So,
Okay, also das finde ich jetzt schon mal ganz gut. Und wie gesagt, das wäre es ohne. Und ich glaube, Sie würden auch denken, dass das so besser aussieht. Okay. Jetzt habe ich ein paar Dinge vorbereitet, nur damit Sie Bescheid wissen. Das war natürlich ein bisschen mehr Arbeit, auch einen Hintergrund zu bekommen. Ich zeige Ihnen nochmal, wie das Originalcoverbild aussieht. Also hier sehen Sie zum Beispiel auch ganz gut, die Eigenschattenfläche links ist heller als die Schlagschattenfläche. Das ist der fertige Cover. Ich sehe im Hintergrund eine technische Zeichnung, eine Schnittzeichnung, eine Drahtgitterdarstellung, die einen Verlauf hat von transparent bis sichtbar dort oben. Es gibt diesen Textblock, der nicht in Photoshop erzeugt worden ist, sondern woanders. Darum kümmere ich mich jetzt aber mal nicht. Und es gibt einen Farbverlauf, der von so einem leichten Rot hin zu einem Blau geht. Okay, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich das gemacht habe. Schnappen wir uns mal den Verlauf. Den habe ich in dieser Datei schon drin. Und dieser Verlauf ist jetzt zunächst einmal eine Ebene. Ich klappe das mal wieder zu. Und der Verlauf sitzt oberhalb dieser ganzen Bilderebenen und ist maskiert. Die Maske mit Alt-Klick draufgeklickt sieht so aus. Die Maske habe ich selbst erstellt. Das ist eine Maske in Photoshop gezeichnet. Das war nicht so schwer. Ich habe den weißen Hintergrund auswählen können und musste dann auch so ein bisschen fein reparieren, weil ein paar Fassadenteile halt auch weiß sind. Und dann habe ich diese Maske bekommen. Diese Maske maskiert mir jetzt also diesen Hintergrund. Und der Hintergrund ist jetzt ganz wichtig, eine sogenannte Einstellungsebene, eine Einstellungsebene. Sie können das hier sehen. Ja, das gibt's. Ja. So, und jetzt kann ich hier also draufklicken. Und jetzt kommt hier das Verlaufseinstellungsfenster. Hier könnten Sie den Winkel verändern. Das will ich jetzt aber nicht. Minus 90 war richtig. Muss ich numerisch einstellen. Und jetzt können wir hier in den Verlauf mal kurz reinklicken. Und dann können Sie ja, sobald Sie auf eins dieser Farbeimer hier klicken, diesen kleinen Diamanten hier sehen und den können Sie jetzt verschieben. Und jetzt sehen Sie hier im Bild, wie der Rotanteil im unteren Bereich anwächst. So wäre es dann also ganz dramatisch und ganz lila, ein bisschen gewittrig, aber das will ich nicht. Ich möchte, dass über dieser Mauer ein ganz bisschen von diesem Rot zu sehen ist, so im Bereich des Hauses noch und dann soll es darüber in ein relativ klares Blau übergehen, preußisch-blau in diesem Fall. Ja, jetzt ist es hier ganz schön. Sie sehen hier so ein bisschen violett und hier wird es langsam richtig blau. Ich mache es mal noch ein bisschen weiter. Auch hier kommt es darauf an, wenn Sie nicht so ein Maus-Zieh-Fan sind, dann können Sie auch hier reinklicken und da mit den Pfeiltasten oben und unten, wahlweise mit gedrückter Shift-Taste, in 10er-Schritten dann schauen, wie das wird. Also mir ist das ehrlich gesagt lieber. Irgendwann entdeckt man das für sich und dann macht man das auch. Ich lasse es jetzt mal bei 65 und okay, Sie haben gesehen, wie es funktioniert. Das ist also der Verlauf. Das Schöne an diesen Verlaufsebenen ist natürlich, wie Sie gerade gesehen haben, dass Sie den jederzeit nachjustieren können. Sie müssen ihn ja nicht immer so neu zeichnen und müssen dann irgendwie raten und zielen, sondern Sie können das tatsächlich genauso machen, wie Sie es haben möchten. So, jetzt höre ich erstmal auf. Ich darf ja nicht länger als 15 Minuten wegen YouTube und wir machen gleich weiter. Bis gleich.